Genau, wir spielen heute mit Furdis, Papusef und Kisi kommt auch noch. Ja! Okay, ja, dann gehe ich jetzt auf Spielen, dann gehe ich jetzt auf Opfer, ne? Yes. Ja, und dann kommt ein Bild von mir. Ich will auch sexy Leland sein. Ich will Jessica Biel spielen. Also Leland kann auf jeden Fall Body checken. ich bin super schnell im Schlösser knacken. Habt ihr das Tutorial gespielt? Ja. Naja, spielen, das waren so Videos, ne? Ja, okay. Aber ihr wisst, was man macht. Wir haben es natürlich alle gespielt. Natürlich. Ich hab's auch extra allen nochmal geschickt und wir haben es alle gespielt. Nee, du hast nur gesagt, schaut, dass wir, falls man ein Tutorial machen muss. Ich hab's auch nicht gespielt. Hä, lehnt sie hier die Charaktere? lass mich irgendwen anders spielen. Oh, wen willst du denn, Seth? Nee, ich nehme jetzt die. Sollen wir tauschen? Kann man nicht doppelte Charaktere nehmen? Oh, nee. Seth. Es kann ja nur einer jeweils. Es gibt nur einen Rudi Völler. Und Funky Soul ist jetzt ein Online-Gamer, ne? Ja. Aber dann müssten wir doch 100 Pro mit Kisi das auch zusammenspielen können. Ja, man kann doch bestimmt eine Lobby aufmachen. Ja, und dann ist es halt zufällig, weißt? Wir probieren das ja einfach. Ja, aber dann, also da fehlen uns ja dann zwei Killer. Genau, aber die werden dann automatisch hinzugefügt, glaube ich, von irgendwem random. Nee, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ja. Das glaube ich nicht. Okay. Du glaubst nicht stark. Sei doch mal nicht immer so pessimistisch, Papo. Ich bin Optimist. Weißt du, eben war meine Stimmung noch gut. Meines ist immer noch blendend. Jetzt nicht mehr. Ach, schade. Ja. Kriegen wir hin. So, soll ich bereit drücken? Ja. Klar. Yes, nice. Wo ist ein Bereiter da? Okay. Nice. Also ich weiß nicht, was ich tue, ne? Hallo, also ich, hallo. Kisi, du kannst doch schnell nachjoinen, oder? Ich bin noch nicht live, warte, ich bin eben gerade an den Rechner gesprungen. Mach doch mal hin. Wir spielen jetzt eine erste Testrunde. Ja. Eine Testrunde. Okay. Müssen wir dann eigentlich auch irgendwie muten? Nee, oder? Ja, gibt's in den Chat? Gibt es normalerweise, ja. Danke. Ja, wenn ihr einer so viel seid oder so, dann... Nö, das passt schon. Wir tun sonst einfach mit Community auffüllen. Ja, wenn es geht, weiß ich nicht. Ja, das geht. Ja, das geht dann. Also wenn wir eine interne Lobby machen dann und die voll machen, ist ja kein Problem. So, wir müssen hinkommen, okay. Flüchte vor der Familie. Yes. Ich hänge da schon. Okay, also, das ist... Ah, hören... Oh shit, okay, man darf auch nicht laut sein, ne? Ich war schon laut genug, das ist... Man ist ja eben... Los geht's. Irgendwo. Hier wird irgendwer verbrannt. Seid ihr Highskill oder habt ihr schon mal gespielt? Nö, aber ich hab gesehen, du hast schon mega Highskill. Ich hab schon richtig viele Stunden. Ja, ich bin schon Level Max mit Leatherface. Okay, ich brauch einen gottverdammten Dietrich. Wer ist Max? Okay, also hier sehe ich doch so gelb umrandete Dinger. Was ist das? Das hört sich nach. Nee, das sind die Türen, die wir öffnen müssen, um aus dem Keller rauszukommen. Alle? Wir müssen erstmal. Nee, nicht alle. Wir müssen nur eine aufmachen, um erstmal aus dem Keller rauszukommen. Mhm. Um dann halt oben die Aufgaben zu erledigen. Ich höre eine Kettensäge, ich habe Angst. Meine Hose ist in diesem Moment schon nass. Okay. Okay, ist wieder getrocknet. Dietrich nötig. Die erste Aufgabe ist, dass wir alle irgendwie einen Dietrich finden, aus dem Keller kommen, ne? Ja. Also aus dem Keller kommen. Ah, ich habe einen. Warte, nee, habe ich nicht. Digi, ich bin in der Kühltruhe. Wer ist in die... Ich hab's gesehen. Kann ich da auch eins? Nein, das ist meine Kühltruhe. Ich mute mich mal und schalte mal meinen Stream, wenn ihr fertig seid. Ja, häng ich dich an. Super, ich hab einen Dietrich. Wo seid ihr? Ich hab eine Kettensäge gehört. An so einer Tür. Okay, komm. Ey, wenn du dagegen diese Knochen läufst, ne, das hört er. Was ist das? Okay. Ah! Was ist das? Oh mein Gott! Der Opa ist aufgewacht. Wenn der schreit, dann müsst ihr stehen bleiben, sonst werdet ihr gesehen. Und woran? Halte still und nicht von Großvater entdeckt. Ja, genau, jetzt nicht. Fufu! Ja. Bleib stehen! Still. Der hört dich! Du machst übelst einen Sound! Ich oh nein! Ja, schau mal. Oh nein, er kommt! Und schnapp ihn! Schnapp nicht mich! Und dann bin ich durch. Oh shit. Die Leatherface ist einfach der übelste Klops, der passt da nicht durch. Nee, Griechen haben die noch nicht gelernt. Oh. Gott. Spielt okay, ihr einer ich hab den Keller aufgemacht. Ihr könnt jetzt zu mir kommen. Wo bist du? Wie finde ich dich? Ich glaube, du bist gerade durch eine Wand gelaufen, oder? Dann links von der Person, die durch die Wand gelaufen ist.
Okay, warte, ich muss. Ich höre immer noch Leatherface. Ja, der ist im Keller immer noch. Oh, wo seid ihr denn? Ich hab keine Ahnung, schon. Leute. Ich knack jetzt ein Schloss, okay? Okay, ich komme zu dir. Wo bist du? Ich sehe dich. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin bei dir. Wie mache ich das jetzt? Ich lehne meinen Kopf an deine Hüfte. Oh, das ist okay. Wie komme ich zu euch? Ich sehe euch halt nicht. Ich weiß, okay. Leatherface war gerade hinten aus der Tür. Warte mal, ich komme mal in den Raum rein, wo du gerade dich versteckt hast. Aber da war Leatherface. Ja, nee, jetzt nicht mehr. Irgendwie an mir vorbeigegangen. Komm mal hier wieder in den Raum zurück. Komm, ich führe dich. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Nein, das ist wunderschön. Fufu, wo bist du? Ich höre ihn aber noch. Nein, komm zurück. Wie komm zurück? Komm einfach zurück. Scheiße. Wo ist zurück? Du bist doch da so ein Schacht reingekrochen. Ja genau, aber da wartet er jetzt noch, weil ich sehe ihn da noch. Ich bin doch hier. Ja, aber da ist Leatherface. Nein. Leatherface? Nee, der ist genau Laserface. Vor mir. Der mit Laserface ist da. Ein bisschen Leatherface, oder? Ach, weißt du was? Der ist genau vor mir. Ich sehe den. Ja, und... Ich bilde mir den nicht du ein. Du sneakst jetzt sofort durch seine Beine hindurch. Sorry, okay, ich bin raus, Alter. Ich kann ja nicht warten. Du bist jetzt abgehauen? Nein, du bist abgehauen. Oh, warum? Ich hab doch gerade erst die Tür geöffnet. Ja. Okay. Also ich kletter jetzt hoch. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob das ein Survivor ist oder ein Feind. Das ist ein Feind. Ernsthaft? Ja, das ist der Anhalter, oder wie der heißt. Oh mein Gott. Oh, der hat uns nicht gesehen. Holy shit. Oh, hier ist eine Leiter hoch. Okay, ich glaube, ich weiß, wo du meintest. Oh, schnell. Komm, Girl. Ich habe einen Dietrich. Sehr gut. Ja, ich brauche einen Dietrich oben im Haus. Okay, wir sind auch oben. Wir sind im Haus irgendwo. Angst? Treppe hoch? Ja, kann Treppe ich dich halten? Gut. Was mache ich denn? Ich schütte mir das nicht in den Arsch! No! Was macht ihr das Lost? Ich hab dir echt einen Einlauf gemacht. Oh, cool. Ich werd's dir nicht vergessen. Papo. Ist das ein Bot? Ja, ich glaube auch, ne? Dieser Anhalter ist ein Bot. Oder? Nee, der Johnny ist ein Bot. Der läuft wie ein Bot rum. Okay, weil der andere auch, finde ich. Jetzt hat er sich weggeportet, auch interessant. Oh, hallo. Oh, hallo, Fufu. Fufu, du gehst jetzt nochmal runter und dann in den Raum rein, wo da oben kommt der Anhalter. Wir müssen mal weg. Leute. Der Veranstalter. Ich verstecke mich in der Kühltruhe. Oh nein, okay, ich hab das nicht gesehen. Wir müssen die Treppe hoch. Wir müssen die Treppe hoch. Ich hab mich gesehen. Die Person mit dem Dietrich muss auf jeden Fall die Treppe hoch. Okay, ich komm zu mir. Au! Oh mein Gott. Was los? Geh weg, geht alle weg. Was macht ihr da? Ich geh mal runter, ne? Ich hole meinen Dietrich. No! Einer nach dem anderen. Bist du auch runter den Brunnen? Ich musste, da kam noch Leatherface. Gut, da bist du das gewesen. Au! Ich bin da. Hallo. Ich schütze mir mal ein bisschen. Kommt der da durch? Der kommt da durch, ne? Wenn im Keller seid, ist gut. Ja, echt? Nee, wir müssen doch. Wie komm ich denn jetzt hier weg? Ich mach gleich die Fuse rein. Was ist das für eine räudige Scheiße? Ich komme nicht mehr weg! Und dann geht euch im Keller die Tür. Okay. Ich hoffe, wir sehen die Tür. Oh! Au! So, jetzt die Tür im Keller. Ah, ich seh's. Da hinten. Oh, da kommt was, Fufu. Ich bin tot, die kesseln mich. Hast du mal auf? Nee, ich bin tot. Oh nein. Die haben beide, sind die auf mich gegangen. Ich hab keine Chance, Alter. Da war Klopsi mit der Säge. Seth wurde hingerichtet. Also die Tür im Keller ist halt nicht unendlich offen, deswegen müssen wir die schnell finden. Ja, ich bin da einfach komplett entkommen. Ich dachte, wir gehen wieder hoch. Ja, warte, seid ihr weggelaufen? Anscheinend. Wo seid ihr denn hin? Ich wusste nicht, dass das Ende ist. Du bist alleine. Was? Du musst doch abhauen. Du hast doch gesagt, wir sollen rein und die Tür geht zu. Ja, aber ich meine, ich bin jetzt allein noch drin, ne? Schaffst du schon. Boah, die Musik macht mich fertig. Papo, du musst rausrennen, nach links raus in den Brunnen rein. Wenn du jetzt. Das ist, glaube ich, mittlerweile zu spät. Deswegen mach ich mal.
Genau, raus da, raus da, raus da, raus, raus, raus. Nein, falsch. Ah, shit. Was machst du jetzt? Ich mach die Tür wieder auf und dann geh ich da runter. Oh, du Army, jetzt haben wir dich einfach allein gelassen. So. Großvater Level 1, halte still. Ging aber auch schneller als erwartet. Ja, ja, ich dachte jetzt auch, wir müssen noch sonst was machen. Wir müssen einfach nur, was müssen wir eigentlich tun? Wir müssen einfach nur eine Tür finden, richtig? Ja. Ich habe genau, zwei Heiltränke gehabt erklären. Und das war's. Also jetzt hier, wo ist der Brunnen? Hier rechts? Genau, da rein. Ach, da rein! Shit! Was? Da war ich doch! Genau. Ich hätte entkommen können? Au! Oh Gott, ja. So furchtbar, ne? Erstmal die Knochen reinrammen. Ordentlich so. Viel getan. Und dann läufst du geradeaus weiter. Geradeaus weiter, 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 weiter. Durch den Schlitz, oder, Fofo? Nee, ah, genau. Hier ja, und dann irgendwann genau. Links. Geradeaus. Halt. Nee, nicht durch den Schlitz, sorry. Geradeaus weiter. Dann jetzt, genau. Ein bisschen nach rechts, 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 rechts. Ich glaube, links war das doch. Nee, du bist hier durch die Tür. Genau, rechts. War das hier? Und ja, und dann bist du hier irgendwo raus. Ich glaube, bist geradeaus, dann bist du raus. Und dann nochmal nach rechts. Ja. Ja. Oh, Tatsache. Yes! Sprinte! Oh Gott, oh Gott! No! Was? Warum kann ich denn nicht sprinten? Ich bin langsam. No! Hast du vielleicht keine Ausdauer mehr? Ne? Nee, eigentlich müsste ich eigentlich hat er normal schnell rennen können. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Ah, vielleicht weil du geduckt bist. Du rennst auf jeden Fall langsamer, wenn du geduckt bist. Papa, ja, du siehst aus wie übelst Bauchschmerzen. Ah, okay, ja gut. Ich wusste ich nicht. So, der Morgen nach dem Mexikanerbesuch. Ja, aber wirklich, erstmal so richtig Durchfall. Und was musst du jetzt machen? Ich muss wieder nach oben. Warum? Ja, weil die Tür ist zu. Ich muss sie wieder aufmachen. Deswegen hätten wir da sein müssen. Und was ist da oben? Der Schalter, oder was? Ja. Ja, genau. Boah. Musstest du irgendwas machen dafür oben? Ja, man muss einen Dietrich finden, dann muss man die Fuse finden, dann muss man die Fuse da reinsetzen und dann geht die Tür auf. Mm. Und ist die immer an einem anderen Ort? Also die, dieser Schalter? Keine Heilung. Oh, ist der oben? Das ist immer an einem Ort, ja. Okay. Was heißt, dass der jetzt Level 2 ist? Er schreit jetzt wieder. Der Großvater wieder. Wird mit dem Blut von den Opfern versorgt und wird dann immer. Das ist so ein alter Typ, der sitzt im Stuhl. Und die Killer versorgen den mit Blut. Und dann wird der stärker. Das ist wie so ein Sonar. Der hat dann Wallhacks und kann den anderen die Auren der Survivor zeigen. Ach, und der kriegt auch. Der gibt denen auch Perks, wenn er auf Maximallevel ist. Und den spielt auch ein. Nee, der sitzt einfach nur rum. Okay. Der wird einfach gefüttert. Okay. Ja, das ist halt so deren Style. Ja. Okay. Weil dann soll Kies uns gleich mal die Survivor-Seite nochmal ganz genau erklären. Und dann können wir da ein paar Runden spielen, danach mal die Killer, oder? Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Guck mal, ich bin jetzt bei einer anderen Treppe, oder? Boah, die haben ganz schön viele Gnus aufgeschlitzt und an die Wand gehängt. Da auch schon wieder. Papo. Elegant, Alter. Man nennt mich auch den Sportlichen. Aber oh, wirklich so schön, das Fell drüber. Dass du nicht mit dem Hintern da an dem Draht hängen geblieben bist. Ja. Aber halt die nicht. Map ist riesig, gell? Mhm. Also ich habe so viel eigentlich. Nicht gerade gesehen von der Map. Du warst damit beschäftigt zu gewinnen. Leichter als Survivor oder als Killer? Unterschiedlich. Map-abhängig wahrscheinlich. Und okay. Ist der Schalter immer da? Nee, der ist auch mal woanders. Kannst du auch anders entkommen, außer diese Tür auf der Map? Oder ja, es gibt immer auf. Es gibt vier Ausgangsmöglichkeiten. Boah, das muss ich echt beeilen, weil die geht echt schnell zu. So. Oh, überlebst du den Sturz runter? Ja, ja, bestimmt. Ja, bestimmt, ja. Du stirbst, lach ich. Okay, ja. Ey, wehe, du schaffst es jetzt nicht. Oh. Warte. Noch einmal Oberschenkel als Knochen brechen. Die Hoffnung war da. Hättest du inzwischen. Also wäre ich noch da gewesen, hätte ich dir da eine Matratze hingelegt. Nach rechts, nach rechts. Nein. Oh, das war links. Genau, rechts. Das andere war auch. Oh Gott, ich verblute gleich. Warum verblutest du? Rechts, rechts, rechts. Nein. Das gibt's doch nicht! Ach. Papo, du musst rausklettern, das gibt's doch nicht. Oh, oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott, ey. Da hilft das Taschenwundspray von DM, Alter. Oh,
Lol. Oh, das bin ich abends in der Disco. Huch, wo sind denn alle? Genau. Wenn Helene Fischer spielt. Aber auch mit der Kettensäge da mittendrin. Oh, sehr schön. Mann, ey. Oh Gott, okay, sagen wir mal Kisi Bescheid. Oh, ja, ich bin wieder der Idiot, der umgekommen ist. Ja. Toll. Ey, die haben mich gekesselt von beiden Seiten. Ich hab versucht, so viel Zeit rauszuschinden, wie geht da. Ich wusste, nee, irgendwann checken die es. Geil. Oh nein, ich will nicht der Koch sein. Ich hab gehört, der Koch ist anders. Kannst du nicht sagen. Warte, seid ihr jetzt schon in der Gruppe irgendwie drin? Was ich habe. Warum kann ich die eigentlich auswählen? Was hab ich denn da für ein Eichhörnchen um den Hals, Alter? Tankstelle Tag. Das ist ganz witzig. Sollen wir eigentlich Invoice-Chat sprechen oder über Discord? Nee, lass mal Discord, oder? Okay. Also kommt hier keiner. Nee, okay. Wir können es nicht öffentlich machen. Ach so. Ja, nee. Aber ihr könnt doch, wenn ihr streamt, einfach kurz Code zeigen. Stimmt. Zeig Code. Streamer, zeig Code. Zeig Code. Könnt ihr irgendwie die Zeit anhalten oben? Leider nicht. Jetzt. Da geht jetzt das halt wäre geil. So. Ja, aber ist auch geil. Sinnlos. Ja. Ist nicht schlimm, Mann. Das ist wirklich komplett sinnlos, oder? In der privaten Lobby einfach ein Timer. Stark. Voll der Druck. Ja. Was jetzt aber das Problem ist, Steph und ich können gar keine Taktik ansprechen. Deswegen meine ich ja, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn die Killer in eine andere Lobby gehen oder ob wir halt sagen, wir machen halt den Voice-Chat an. Also den. Ach so. Ja, naja, ich kenne die Maps eh nicht. Ich glaube, es ist. Lass mich mal die erste Runde Killer spielen. Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, am Anfang ist es wirklich relativ egal. Ja, denke ich auch. Markistro ist der Killer mit der Kettensäge, ne? Ja, der bearbeitet ja gerade schon wen. Nein. Wir müssen jetzt quasi entkommen. Kisi ist Killer. Nee. Seffi ist auch Killer. Und wir sind Survivor. Und man muss immer leise sein. So, also das heißt, nochmal um es festzuhalten. Oh Gott, ich hab den Opa geweckt. Ihr habt schon versaut. Also nochmal um es festzuhalten. Wir müssen jetzt aus dem Keller mit dem Dietrich. Dann brauchen wir noch einen Dietrich. Mit dem Dietrich müssen wir eine Fuse holen. Und mit der Fuse müssen wir eine Tür öffnen, die nur limitiert offen bleibt. Also wir haben voll den Zeitdruck. Bin mal gespannt. Und der Kisi hat es leider schon viel zu lange gespielt und spielt direkt einen Killer. Das ist so. Ah, nein, Kisi, Mann! Bist du schon ein. Ey, lass mir einen über! Kisi, bitte nicht! Ich spiele das Spiel doch gerade erst! Da, nimm Seth, da vorne rennt er! Was, wo? Seth ist doch mein Freund! Oh, stimmt! Aber Kisi darf keinen Killer mehr spielen. Klar! Ich will ein bisschen grinden. Ich mach hier Fallen. Wenn ich überleben, das Spiel ist. Ich will ein bisschen grinden. Lol. Okay. Kies, erzähl mal was. Erzähl mal, wie der Killer funktioniert. Also, der Killer rennt rum und bringt alle um. Ende. Aber das ist einfach. Okay. Das heißt, du hast gar keine Aufgaben. Außer uns doch, zu töten. Doch, ich muss den Opi füttern. Oh ja, indem Opi hat du Opi. Tötest und also, mein Killer hat die Fähigkeit, zum Beispiel Türen zu zersägen, was natürlich auch ein enormer Nachteil für euch ist. Aui. Mein Killer hat die Fähigkeit, auch diese Luken, die ihr da im Boden aufreißen könnt, die kann er auch kaputt machen. Die Hindernisse auch, wo man so drüber sliden kann. Die Hindernisse kann er auch kaputt machen, der kann halt viel zerstören, ne? Okay. Du kannst aber nicht durch so Lücken durchgehen, das kann ich. Und nee, ich kann Fallen aufstellen. Ah, okay. Oh, die sind super gut, also wenn man das richtig macht, dann sind Fallen schon ziemlich strong. Der Trick ist es eigentlich auch nicht wegzurennen, also klar, schon muss man wegrennen, aber du musst eher versuchen, dich so schnell wie möglich in Deckung zu bringen, weil durch dieses Wegrennen habe ich halt immer eine Spur, wo du bist, ne? Okay. Echt? Also es ist besser, lieber irgendwie zu gucken, dass man hinter eine Ecke geht, sich duckt und hofft, dass man halt. Ich finde keinen Dietrich. Bitte schön. Guck mal, ob du einen findest. Ich habe was gehört. Ich glaube, irgendwer hat eine Kellertür aufgemacht. Der Seth hat euch jetzt eigentlich den Eingang geöffnet. Eigentlich, wenn man. Jetzt aber ist, zu. Muss man. Ja, aber der ist nicht mehr abgeschlossen. Das könnt ihr einfach raus. Davor müssen sie ihn knacken. Ach so, oh, das war ja dumm. Es sei denn, ich stehe davor. Ja, kommt doch her. Ach, die Killer können uns die Türen auch aufmachen. Wir können alle Türen aufmachen. Wir können auch oben Türen aufmachen. Wir können euch sogar den Stromgenerator, wenn ihr entkommen müsst, können wir euch an- und ausmachen. Oh, witzig. Selbst das ginge. Das ist ja cool. Was natürlich aber auch ein Nachteil ist, weil dadurch halt wieder viel Friendship Gaming unterwegs ist, weißt du? Weil als Killer kannst du halt hallo. Oh nein! Oh nein, bitte nicht, Hilfe! Ich hab dich gar nicht kommen hören! Oh
Oh Gott, wie komme ich denn jetzt am besten? Seth hat die Tür zwar wieder verschlossen, aber nicht abgeschlossen. Komm, schnell, 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 schnell. Ich wurde schon richtig gesliced. Mist. Weg hier. Ich hab dich verloren. Und das Geile ist halt, du kannst auch jeden Killer individuell leveln. Und was ich euch auch nur empfehlen kann, holt euch aus dem Knochenhaufen ein Knochenmesser. Mann, ihr seid ja überall! Jetzt werde ich gerade von Seth verfolgt. Jetzt kommst du von der anderen Seite. Guck mal, die Ex ist die richtige Gabe vor uns. Schweine! Kann man jetzt das Blut nehmen, oder? Nee, das hat man dann automatisch. Ach so. Ich hab jetzt das Blut quasi automatisch entsaugt. Du kannst aber aus diesen Blutbeuteln da was rausnehmen. Du Gierschlund, Alter. Ich liebe die gute Entsaugung. Die Entsaugung. Was machst du da? Die Entsaugung von Ost. Unten gibt es auch einen im Keller. Hm. Ihr müsst ist, ich weiß halt, ich weiß noch. Eine Sicherung. Mhm. Ja, genau. Also Ventil gibt es auch noch die Möglichkeit, irgendwas aufzumachen. Aber ich habe bis jetzt immer nur Sicherung gemacht. Was sehe ich? Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß halt auch nicht, ob noch jemand hier ist eigentlich. Irgendwo sind wir schon. Sieht ja ganz schön aus hier. Wir müssen Opa halt stärken, Seth. Das irgendwo ist halt und nirgends. Achso, na, fütter den. Opa immer, ja, muss den immer füttern. Ja, du hast das Blut. Dadurch kann er die halt quasi enttarnen, ne? Ey, die Map und ist schon ganz schön groß, ja. Ja. Vielleicht sollten wir auch erstmal immer nur eine gleiche spielen, um erstmal reinzukommen, oder? Und ist jetzt mittleres Mausrad hast du auch so eine Wish. Ah! Hör auf! Nein, ich hau dich jetzt! Warte mal, wie machen wir das nochmal? Au! Oh, ist noch ein Bodycheck. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat mich umgeboxt! Schnapp ihn dir, Baba! Oh Gott! Baba! Ich bin weg! Oh. Tür zu, ich bin im Keller. Oh mein Gott, ich hab mich erschrocken. Kannst Blut geben? Ist das am Arsch? Blut geben? Kann ich? No, kann ich da jetzt einfach gehen? Oh, was war das? Ich hab mich kurz hingelegt. Hä? Hä? Fotos ist schon wieder weg. Was ist denn das? Ich hab nichts gemacht. Oh Gott, es ist lost. Na, man braucht auch drei Killer, um das richtig zu spielen. Ja, wahrscheinlich. Ey, ihr macht uns jetzt schon platt. Ach, nee, die Überlebenden sind echt stark. Das ist wirklich so, die sind echt stark. Aber wir sind ja noch Noobs. Conny ist zum Beispiel komplett broken. Ey, ich bin ja auch gerade einfach weg gewesen. Ja, wie bist du denn entkommen? Sag mal. Ich hab keine Ahnung, ich bin da wohin gelaufen und auf einmal bin ich weg gewesen. Okay, also perfekt. Ich hab halt nichts gemacht. Das ist immer nur Papo gewesen bis jetzt. Es hat einfach niemand in meine Fallen gelaufen, da bin ich übel sad. Einfach weg. Ja. Papo hast du gut gemacht. Ich weiß halt nicht mehr, wie man die Items richtig benutzt. Mit Q steht dabei. Ah, okay, perfekt, danke dir. Also jedenfalls Heiltränke. Ja, das stimmt. So ein Heiltrank würde ich auch snacken wollen. Ja, gibt's Opa. Ey, ich habe zwei mitgenommen, also falls du es rausschaffst, kann ich dir einen geben. Bist du noch am Leben? Ja, ich bin entkommen. Also Papo, du bist alleine jetzt, oder was? Wie immer, ja. Wo, hast du eine Ahnung, Kies, wo der ist? Nee, wir müssen Opa füttern. Ja, aber wie? Hingehen zum Opa, E drücken und Blut. Naja, aber da braucht man ja Blut. Ja, hier gibt's überall solche komischen. Drück mal mittleres Mausrad rein, dann siehst du, hier ist er bei mir. Hi. Was? Wie konntest du ihn sehen? Also Kies spielt keinen Killer mehr erstmal, das ist ja furchtbar. Ich muss erstmal diese Map kennenlernen, ich kenn die gar nicht. Hey du Petze! Also weißt du noch, da wo du das Ventil aufgemacht hast, da bin ich irgendwo rausgerannt. Ja, ganz in der Nähe davon. Er rennt hinter das Haus, leider kann man niemanden pingen. Ich find sowas... Warte, ich komme von der anderen Seite. Er ist im Haus drin, er hat die Fallen aktiviert. Hieß eine richtige, jetzt wieder draußen. Richtig der Randall von Große Pause. Ich hab ihn. Er ist hinterm Haus. Er ist hier. Hey, oh, ja! Warte, warum geht das Item nicht? Ich will das Item benutzen. Yes, baby! Nicht. Hast du ihn? Das Item ich hab ihn. Leider. Was? Oh mein Gott. Was wolltest du Cooles machen? Ich wollte dich bodychecken und dann wollte ich kneifen. Es hat beides nicht funktioniert. Nice. Oh Gott, okay. Sollen wir mal einfach jetzt nochmal eine Lobby öffnen und dann den Code einfach an die Community geben? Bin mal gespannt, ob kommt man jetzt nicht zurück wieder in die Lobby?
Ja. Was ist, wenn ich jetzt auf Fortfahren Runde beginnt? Drücke? Alle auf Fortfahren drücken, oder? Ja. Genau. Ja, aber dann kommt man in die Lobby nochmal rein, ja. Ah, dann muss man eine neue aufmachen und dann mit Zuschauern. Genau. Yeah. Dann kommen sie echt, rein. Es gibt echt keine Punkte. Das ist echt schade. Genau. Dann machen wir das so gleich. Ja. Ist aber fun. Also, das hat mir Spaß gemacht jetzt. Eben. Ja, hat es dir Spaß gemacht für den Mega-Programm? Ja? Machen wir nochmal so. Ihr kleinen Satellit. Also jetzt ist das Spiel echt einfach. Chat, haben wir jemanden, der richtig Highskill ist? So ja. Nein, oh, jetzt, nee. Wir sind Noobs, bitte nicht. Ach, alle sind willkommen. Alle sind willkommen, auch Noobs. Kommen Sie bitte rein. Ab wie viele Jahre ist das Spiel? Ich glaube, das ist ab 5. Nee, es sind, glaube ich, 3 Killer, gell? Oder 4? 3 Killer, 4 Überlebende. Dann. Ich bleib bei Mr. Haut drauf, Leland. Ich will das jetzt probieren. Let's go. Okay. Ich glaube, Leland entfaltet erst seine schreckliche Macht, wenn er ein bisschen gelevelt ist. Wenn er einen Hosenstall aufmacht. Ja, ich konnte das erst machen, als ich irgendwie getroffen wurde mit Leland, dass ich dann auf einmal einen Prompt bekommen hatte mit Rechtsklick. Das steht damit aber, ich jemanden wegstoßen konnte. Ach so. Das passt, Thorsten. Rechtsklick. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt irgendwie nur Pech war oder ob man nah genug oder komisch genug dran stehen muss. Ja, weiß jemand, wie das geht? Im Zweifelsfall? Ah, ich probiere einfach. Nein, du musst deine Fähigkeit aktivieren, wenn der Killer in deiner Nähe ist. Ja, aber mit welchem Knopf? Das ist. Ich glaube, das war Rechtsklick, ja. Okay, ich probiere mal. Okay. Dann ballerst du ihm einen ran, hast du Cooldown. Ja, nice. Ja, du kannst aber auch in den Angriff mit einer Waffe. Mal schauen. Ja, wenn ich so ein Knochenmesser habe oder was. Ja. Da muss dann so ein Knochending und damit kann ich die Killer angreifen und ich könnte aber auch diese Fallen. Du kannst Opa abstechen und dann verliert er alle seine Fähigkeiten. Was? Ich kann noch machen. Verdammt nochmal! Ich mache gerade meine jetzt Fähigkeiten. Jetzt ist es auch egal. Hä? Bin ich muted? Nee. Nein, aber ihr ignoriert mich seit einer halben Stunde, ey. Nee, ich habe meine Fähigkeiten gemacht. Ich habe gesagt, ich muss meine Fähigkeiten machen. Okay, Thorsten, dann let's go. So, wer ist jetzt Survivor? Also ich? Ja. Ich bin Leland. Okay. Hallo, Leland. Hallo. Okay. Boah, da wird jetzt jemand aufgehangen. Das bin ich. Also. Okay, das sind wir jetzt mal wieder schön. Das bin ich. Aber wir dürfen nicht laut sein, Leute. Gerade am Anfang ist wichtig, nicht laut sein. La 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 la! Das würde mit euch im echten Leben gut funktionieren. Yeah. So 5 YouTuber im Keller gesperrt, das funktioniert nie. Ey, ich bin der Opa, ich bin auch Gott, dabei. Du hängst ja immer noch am Seil. Ja, ich will ja auch leise sein. Ach, ich muss die Säge richtig starten. Ich bin schon längst unten, Knu, ich war neben dir. Oh, weg. Ich kann Gas geben. Nein. Ja, aber wenn du die Säge startest, dann hört man dich halt, ne? Ja, das habe ich schon gemacht. Oh! Moin. Ach, erst. Ey, geil, die quatschen auch. Ja, voll. Kann ich einfach die Blutbeutel umkippen? Kann ich die auskippen? Das wäre geil. Oh, warte mal, hier ist ein Knochen. Knochenrest. I'm a little bit scared. Ey, wie als ob der Chips fressen würde. Snackt sich da einen rein, Alter. Nein, ich darf nicht. Komm her, genug. Lass mich. Okay, ich hab's. No, wer war das? Opi ist wach. Oh, no, guten Morgen. Wer war das von euch? Ihr Pimmel. Oh Gott. Das war genau im falschen Moment. Oh, fuck my life, sorry. Fuck my life into pieces. This is my last resort. Hä? Ach, hier bin ich. Ach, lol. Ich hab mich verlaufen. Komm her. Wer war das? Geil. Großen. Was ist das? Mach mal, Alter. Kann ich das kaputt machen? Nee. Da kannst du nur deine Waffe durchjagen. Hat irgendwer schon einen Diederich? So. Oh Gott, ich hör's brüllen. Wait. Gesundheit? Oh, thank you. Ist hier schon offen? Schneller! Nein, ich guck dir nicht unter den Rock.
I don't like diese. Obst. Ich finde kein Dietrich. Habt ihr irgendwas gefunden? Wer ist denn da gerade? Habt ihr was gefunden? Das ist der Killer, oder? Ja. Ich bin ein Killer, ja. Hallo. Hallo. Habt ihr was gefunden, Dietrich oder so? So von draußen. Es ist schon was offen. Okay. Yes. Okay. Gut zu wissen. Und wo? Ja, das ist halt schwer zu beschreiben, ne? Ja. Ich bin so lost. Die ist noch zu. Hier ist ein Kistchen. Ah ja, das Tackeln ist Rechtsklick. Ich sehe es hier gerade. Ich weiß aber auch nicht, wo die gerade rausgegangen sind. Ich suche auch gerade noch einen Ausgang. Ich war auch noch unten. Wir mit dir reden, Fall, noch, du hast nicht. Da ist noch jemand im Keller. Ich suche die im Keller. Ich weiß nur nicht. Ich habe jetzt drei Ausgänge gesehen und alle sind zu. Oh, hallo. Ja, ich finde auch nichts. Ich hasse das hier. Dieser Keller ist so kacke. Knu ist ein richtiger Fan von dem Game. Ja, ich glaube, wenn man es kennt, ist cool, aber gerade zum Anfang ist man so lost. Ich weiß halt nicht, wo ist der Ausgang. Ja, ja, ich finde. So viele Türen sind auch nur haben zufällig Sachen. Hier, deswegen spiele ich Leatherface, weil ich habe auch keine Ahnung, wo was ist. Oh Gott, Kies, bist du das? Okay, der Ausgang ist. Ja. Bist du da gerade rausgekrabbelt? Wo ist Kies, hast du was dabei? Ist Mate? Hast du was dabei? Ein bisschen was dabei, brauchst du was? Ja. Oh, ich geb dir was. So ein Zehner, für einen Zehner. Der Koch hat dich gehört. Ja, das bin ich genug. Sollst ich mach du deine Tür auf, ja? Darf ich da bitte durch? Ich hab dir einen gegeben. Achso, danke schön. Ich höre dich genug. Ich hab dir einen reingedrückt. Ich hab einen Dietrich, by the way. Sag mir, was ich zu tun hab. Sie sitzt da um die Ecke, ich riech. Hallo, ich weiß halt nicht, was unser Mate macht. Warum weißt du denn das? Hallo, Gnu, ich hab dich gehört. Ah, sie hat mir ein Messer in den Rücken gesteckt. Ah, okay. Ich hab sie umgerammelt. Oh, meine Beine. Ah, Hilfe! Wo bist du, Gnu? Okay, Basement Exit, ich bin gerade aus dem Basement gekommen. No, fuck! Hilfe, Gnu! Au! Ja, Basement Exit aufgebaut! Okay, dann gehe ich jetzt wieder ins Basement, ne? Hab ich das richtig gehört? Ist das korrekt? Okay. Ja. Ja, aber, was machen wir denn jetzt? Ich hab keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Thorsten, ach so eine Scheiße! Hör auf damit! Stehen. Thorsten, wo muss ich hin? Oh, ich glaube hier, oder? Nee. Thorsten! Ich hab sie aufgedeckt, Leute! Holt sie euch! Help me! Help me! Gibt's dir einfach die weiße Skorpion. Nein, die kann auch nicht schmeißen. Au! Oh, fuck me! Wir rennen hier alle rum! Wie die letzten Lämmer, einfach! Lass mich durch! Oh Gott! Wo? Ich glaube, wir haben alle einfach keinen Fall. Oh nein, drin, ne? Ich will euch töten. Alter, das war schlimm, ey. Das war übelst schlimm. Gnu, du warst das, ne? Gnu, ayo. Bist du Sissi? Nee, wer ist Sissi? Ich will da nur entkommen, nein. Ach so, du bist eine Survivorin. Ich will dich töten. Oh Mann, das war anstrengend. Wer ist denn Sissi? Ist das jemand von uns jetzt? Nee. Gnu, Leute im Kreis. Oh Gott. Ja, oh, ich hab dich, Gnu. Und jetzt können wir von diesem Exit für offen. Ja. Ich hab dich. Shit. Gnu wurde hingerichtet. Hey, da ist noch. Ach, hier bist du, hallo. Der Basement Exit für offen. Ja, da bin ich mir in Kopf. War noch welcher offen? Ja, aber wo ist der offen? Hey, hier. Ich bin wieder am Ausgang. Ja, also ich finde halt. Weil ich nicht weiß, wo lang ist halt doof, aber sonst ist es cool. Thorsten, wo ist denn hier der Ausgang offen? Ich hab ihn markiert, der geht gleich nach oben. War wieder voll shit. Ich warte jetzt über meine Fähigkeit. Leute, oh, hier hängt jemand. Ich hab hier irgendjemanden draußen gehört. Irgendwer ist oben. Ja, ganz aber so schnell schließt sich doch der Basement-Exit nicht. Shit. Ach, aber man könnte sie ja wieder zumachen als Killer.
Ich fand's geil, wie wir einfach alle drei lost unten rumgerannt sind. Egal, wie ich hinterher gerannt bin, alle sind ja, in die Stadt gerannt. Oh, ich hab schon. Sie haben unten den Ausgang aufgemacht, Leute. Also, guck mal, mit Sonny wie ist denn hier der aktuelle Stand eigentlich, Leute? Was machen wir denn jetzt? Entkommen. Ja, cool. Also, ich hab einen Dietrich. Ich hab den Ausgang im Keller nicht auf. Ich brauche hier unten Hilfe. Hier sind noch zwei weitere Exits. Oh, das passt also, echt nicht durch. Seth, der Thorsten hat gesagt, er hat halt das Tor geöffnet. Das heißt, jemand von euch müsste nochmal die Fuse und das Tor öffnen. Ich weiß aber nicht, wo das ist. Im Haus wahrscheinlich. Ja, oben, genau. Und irgendwer war gerade oben. Irgendwer ist oben. Und ich aber wusste aber nicht, wie rumpelig ist das denn? Das ist gut. Oh ja, hier kommst du nicht raus. Ich bin zu fett, die will ich. Wie du mich einmal mit Kochlöffel verprügelt hast. Oh, my life, like. Oh Gott! Oh Gott, wie viel Glück kann man haben, Mann? Thorsten. Thorsten, mach nochmal auf! Führt mir zu! Thorsten, mach doch nochmal die Tür auf, ihr müsst jetzt runter. Same. Ich komme nicht in das Haus, weil da immer Sissy ist. Die campt ja, den Eingang ab und ich habe keine Chance. Ich habe ihn noch getroffen. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Erde an Sissy, bitte einmal nicht, campen. Ich hab genau. Nee, ich glaube, die campen, ich glaube, das ist nicht, das ist kein Campen. Ich glaube, das ist immer, die ist halt einfach immer da. Okay. Und ich habe nur einen Eingang. Oder ich bin zu doof zu finden. Seth, bleib mal unten, weil unten im Keller ist jetzt das Tor auf, da könntest du entkommen. Ja! Das wurde gerade aufgemacht. Im Keller? Ganz entkommen! Ja, Thorsten hat's aufgemacht. Thorsten! Wie die da unten campen, aber ich geh raus! Warum trifft er ihn nicht? Bin ich besoffen oder was? Ich hätte ein Messer, ich hätte dich eh abgestochen jetzt. Ich hab extra ein Messer geholt. Mal, wo das ist ungefähr. Kann ich auch nicht. Vielleicht kann man auch gar nicht. So schwer zu schreiben. Da, wo ich rausgerannt bin. Also ja, ich gehe da ungefähr. Damit er entkommen kann. Ja, ja. Einfach nein, am Außenrand. Kein Schritt nach rechts. Aber da stehen zwei, ne? Da campen Sissy und Opa Papo. Ja, Thorsten wartet sogar extra. Opa Papo! Oh je. Irgendeiner ist oben. Also den anderen Ausgang kann ich nicht nehmen, ne? Da müsste ich ins Haus. Hm. Weißt du was? Weißt du was irgendwo? Nein. Ja, du kannst einen triggern, Seth. Du musst halt da durchstoßen. Hallo. Du eine Heilung finden. Gleich wer? Jemand draußen? Ich hab was gehört! Oh mein Gott! Seth? Das gehört sich aber nicht. Oh, Seth hat sehr viel Hass in den Adern. Oh. Ich merk's grad, ey. Oh Gott! Seth, was war denn das bitte? Nichts! Möchtest du mal den Killer erklären, was du gerade gemacht hast? Nein. Nein, lass mich, hier ist geil. Oh, nur noch Seth ist da. Ich hab mal draufgeschlagen. Er hat die Tür aufgemacht im Keller. Thorsten ist schwach. Denk dran, Seth, du darfst nicht unendlich. Ah ne, Thorsten muss auch noch fliehen. Ja, der bleibt extra oben, damit er euch die Tür öffnen kann. Der Libby. Komm schon, Seth, du findest es. Hallo, Chef! Bist du da drin? Fiebertraum, ey. Er liegt da drin. Okay. Seth, nur seine DBD-Skills. 700 Stunden. Ja, wo sind die Paletten, Alter? Hier ist jemand rausgegangen. Und dann kommen. Hör mir zu, Seth, du kommst nicht raus. Seth braucht nur eine Palette, dann seid ihr alle erledigt. Oh, ich hab ihn gestochen. Oh, jetzt. Oh, FFF. Oh. Scheiße. Oh. Thorsten, ich brauch halt auch unbedingt Heilung, nein, Alter. Thorsten ist tot. Oh, fuck! Nein. Ich hab Thorsten mit meinem. Nein, Thorsten ist gewährt. Skills. Thorsten. Aber Thorsten! Das macht man nicht! Ist Thorsten in der Nähe von dem Ausgang? Oh, shit. Wer lebt denn jetzt? Kills sind irgendwie krass, ne? Oh, wird er gerade getötet? Ich will mich mir angucken. Oh, Alter, das ist das sneakyste Gameplay, was ich je gespielt hab. Ja, aber Seth, der Keller ist wahrscheinlich eh wieder zu. Ist zu? Aber was leitet mich mal an? Was muss ich denn jetzt machen? Oben ist irgendwo ein Sicherungskasten. Ich weiß nicht genau wo, aber da musst du dann den Keller mit aufmachen. Es geht über einen Sicherungskasten. Scheiße. Oh mein Gott. Aber Sissy ist eh OP ohne Ende. Oh, fick dich! Erstmal die Treppe runtergeschubst. Ja, verdroschen einfach. Nein, was ist das für eine Scheiße? No, Seth. Achtung, nimm die Heilung, Seth. Ja, aber Sissy. Halt's Maul! Nein, wieso? Hier,
Oh mein Gott! Okay. Oh, ja, es gibt sogar einen Finisher, da packt die dem einigen das Score ab. Das ist brutal! Oh Gott! Oh Mann! Die ist schon badass, ne? Ihr Gesicht ist halt auch Hammer, ne? Ärgerlich, ey, ich hab mir so Mühe gegeben. Das ist die Art von Killer, die dann vor Gericht kommt und alles finden dafür, obwohl es nicht sollte. Ey, Sissy geht nicht ohne drei blaue Augen aus diesem Match auf jeden Fall. Ich hab die richtig verdroschen. Ja, ey. Ja, erstmal eine junge Dame die Treppe runtergeschmissen. Ja, sorry, na, wenn die mit dem Messer hinter mir herrennt, was soll ich denn tun? Das macht Seth immer so. Sissy ist quasi der glorifizierte Taylor Swift-Song irgendwie. Ja, ich wollte bei Halle 8 in der Red Bull Lounge nämlich auch die Treppen hoch und als ich oben war, hat Seth mich runtergetreten. Das würde ich so machen. Ja, weil du mit dem Messer hinter mir hergerannt bist. Knu wollte dir nur ein Brot schmieren. Seth. Ich wollte ihm nur so ein leckeres Getränk bringen und dann würde ich mit einem Dropkick die Treppe runter. So, also schon voll brutal ins Face rein. So, wir machen mal die Anfangsmap. Ich fand die war übersichtlicher. So. Ja. Okay. So. Und dann teilen wir nochmal das Team einmal auf. Soll ich wieder Killer? Wenn ja. Also mir egal. Warte, was war die genau? Hatten wir als erstes den Morgengrauen, oder? Tankstelle ist okay, auch geil. Okay, Seth, hier, bitteschön. Ich will aber nicht Leatherface. Schlachthaus. Guck mal, das hier ist die einfachste Karte, die hier. Schlachthaus ist, finde ich, die komplizierteste. Okay, machen wir Tankstelle. So, genau, Charaktere. Ich will mal kurz in meinen Fertigkeitsbaum. Das passt. Zurück. Fertigkeit. Okay, ich nehm jetzt Sissy. Da muss Papo die Lederlippe spielen. Er kann ich alles rückgängig machen. Cool. Ich spiele also, gerne den OP hier. Na, du musst Leatherface spielen, sonst könnte er nicht starten. Warum nicht? Nee. Leatherface. Muss der immer dabei sein? Ja, oh, Leatherface muss immer dabei sein. Also was macht das Gift? Das betäubt die Leute, dass sie so Orientierung. Also, Ja, es macht auch. Was ist jetzt passiert? Ich glaube, es verstellt auch so die Maus irgendwie. Du hast dann halt keine Orientierung. Ach so, ist das so in Inverted Steuerung oder was? Genau, sowas halt. LOL. Boah, ich hasse sowas. Das ist eigentlich süß. Ich bin lila. Dann nehme ich jetzt mal das. Was wieso ist wird Boba so ungern gespielt? Ich weiß nicht, ich finde eigentlich geil. Keine Ahnung, ich hab Angst vor der Kettensäge. Nee, ich spiele jetzt Sissy, die hatte ich auch noch nicht. Also, ich bin bedient. Ich hab alle Hände voll zu tun. Dann drücken wir mal alle ready. Okay. Let's go. Warum ging das jetzt nicht? Das habe ich nicht verstanden. Okay, muss jetzt hier noch Ausrüstung? Ach süß, voll, der Thorsten sagt, ich mache für euch den Ausgang auf. Ihr müsst dann nur rausrennen. Oh. Ja, weil er Conny spielt. Wir müssen Conny fokussieren und Conny töten. Conny wird getötet. Conny. Conny. Ich muss den Nachnamen. Entschuldigung, ich bin 12. Ja. Jo, du kommst jetzt. Ich hatte den Namen Gliedmund, ne? Der wurde zweimal vergeben 2020 in Deutschland. Echt jetzt? Ja. Gliedmund? Gliedmund, das ist ein Vorname. Gliedmund, germanischer Vorname. Nicht Siegmund, sondern Gliedmund, ja? Gliedmund, ja, Gliedmund. Wurde da wirst zweimal du doch verhaftet, wenn du so heißt. Vergeben. Okay, wie spielt man jetzt diesen Charakter? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott, okay. Ey, so. Die sieht auch aus, als würde die beißen, ne, die Sissy. Richtig Schenkelbeißer. Schenkelbeißer? Davon, der würde sich einige beißen lassen. Die singt. Abstoßen. Die Sissy. Okay, ja, doch, die sieht so ein bisschen aus. Öffnen, zerstören, okay. Ja. Hast du ein Problem mit der Curse? Die finde ich auch irgendwie unheimlich. Ja, doch, ich kannte die mal persönlich. Was? Die müffelt so ein bisschen. Nee, ist echt so. Kirsten riecht irgendwie merkwürdig. Was? Ja. Okay. Was erzählst du hier? Nein, das war, ich hab die mal getroffen. Komm ich hier irgendwie anders rein, als diese Türen aufzumachen? So, was erzählst du hier? Oder muss ich hier chillen? Was erzählst du denn hier? So, ich kann hier. Oh, wait. Oh, wer hat den Opi geöffnet? Wer hat Opi geöffnet? Mit dem Dietrich. Mit dem Dietrich. Ja, klar. Mit dem Dietrich hast du den Opi geöffnet. Thorsten kann ja instant die Tür aufmachen.
Oh, Lilawin. Ach, wegen Conny. LOL! Ich kann Sachen vergiften? What? Oh mein Gott! Die ist ja krass. Nee, die ist mir zu krass. Nee, die ist unfair. Ich spiel jetzt nicht. Die will ich nicht spielen. Nee. Das ist moralisch nicht meinem Kompass getreu. Das geht nicht, ne? Okay, ich hab die Kellertür geöffnet. Was? Ja, ging gut, schnell. Hallöchen! Hast du gut gemacht, genug. Mist. Danke. Okay, wo ist denn Opi? Oh Gott, was seid ihr? Ich dachte, Opi kann man noch abstechen, dann verliert er all sein Blut. Oh, wo ist denn der? Ich hab eine Sicherung. Opi ist immer oben. Warte, ich hab noch was anderes. Was ist das hier? Ich hab noch einen Dietrich über. Okay. Nee. Der ist immer oben, sagst du? Achso, hier ist immer oben. Wo geht's denn hier hoch? Ach, hier ist. Das ist doch gar nicht oben, ist ebenerdig. Naja, nicht im Keller halt. Wie kann ich dich weghauen? Ich hoffe, ich hab dich weggehauen. Ja, du hast ihn weggehauen. Kann man das hier auch zersägen? Ey, folgt mir nicht! Folgt mir nicht! Oh mein Gott, du bringst mich ja direkt um, du Psycho! Ah! Holy Komm her! Shit. Warum heil ich jetzt Moment, wieder? Ich heile mich kurz, okay? Nuli! Du weißt nicht, wo ich bin! Nein, okay. Du hast dich gesehen, das ist wie bei A Dead of Night! Ich räuchere dich aus! Du hast mich nicht gesehen! Okay, bin weg. Du weißt nicht, wo ich bin, ich seh dich da hinten. Scheiße! Bitte lass mich einmal raus. Ich will nur meiner Community zeigen, wie ich die Sicherung einsetze. Okay, danach darfst du mich abschlachten. Ich bin weg. Aber deine Furzwolke macht mich gerade fertig. Warte mal, wo muss ich denn hin? Lass mich danach töten. Ich muss nur kurz einmal. Es muss ja irgendeinen Weg rausgeben, der offen ist, ne? Kann ich den Opa was machen? Oh, hallo. Hi. Ich geh dann mal. Kann ich den Opa was machen? Ist hier eine Tür? Hä? Ich bin auch schlank. Wo ist die Tür, die offen ist? Das gibt keinen Sinn. Wir sind alle gone. Hallo. Ey, kannst du nicht? Also, es gibt keine Tür, die offen ist im Keller, aber ihr seid raus. Das ist natürlich interessant. Nein, ich kann meine Fähigkeit nicht. Doch, irgendwen bringe ich jetzt hier um von euch. Oh, fettes Dankeschön. Aber wie geht das? Hä? Wie geht da? Ich habe jetzt alle Türen angeguckt, alle sind aufschließbar. So, wo sehe ich jetzt nochmal die Kacksicherung? Ich habe sie doch gerade die ganze Zeit gesehen. Hi. Hallo. Vorsicht, da kommen ein paar Leute. Ich habe Freunde gefunden. Ausgang auf. Ich brauche, wo ist denn die scheiß Sicherung jetzt? Du kommst da durch! Wie? Du kommst da durch! Ja, ich bin doch Schlank, hallo? Ja, hast du mich dick genannt? Killer! Hey, wo ist die Sicherung? Fuck! Das ist schwerer, als es aussieht. Wo ist die Sicherung? Nee! Was? Großvater ist in Gefahr? Wie ein Biss? Man kann den abstechen. Ich laufe ja einfach ein bisschen im Keller rum, ne? Und mach die Paletten abstechen? Weg, bis ich den Ausgang finde. Man kann ihn abstechen. Er würde denn den Großvater. No! Ich muss nur die Sicherung finden, das war auch ein Deal von uns. Okay. Don't forget the deal! Ich schlag dich jedes Mal einmal, wenn ich dich sehe. Ja. Okay. So, okay. Ich weiß immer noch nicht, welchen Ausgang ihr genommen habt. Das ist irgendwie verrückt. Action. Es sind doch eh alle. Ich hab's nicht verstanden, wie das geht. Ah, so, jetzt habe ich ihn gefunden. Okay. Kasten wird durch meine Sicherheit. Oh Mann. Hey, du bist. Komm jetzt her! Weggehen. Wollen wir eine Beziehung machen? Verdammt. Nein! Hammer, stopp doch mal! Oh, das gibt's doch wohl nicht. Meine Fähigkeit braucht halt ewig, ne, bis sie wieder hochgeht. Wie brutal Stoßen? Bist du? Ja, übelst krass. Oh mein Gott! LOL! Wie die alle hier sind! Wenn es was zu essen gibt, lol. Guter Punkt. Ich brauche noch einen Dittrich. Den hole ich mir jetzt noch. Hey, so. Frisch dein Blut, Opi. Ich dachte, Thorsten wollte aufmachen. Habt ihr jetzt den Opa abgestochen, oder? Ich habe halt die Sicherung. Ich brauche jemanden, der mir den Sicherungskasten aufmacht, damit ich meiner Community zeigen kann, wie ich den einfüge. Ja. Um anschließend definitiv nicht zu entkommen. So, ich hab jetzt einen. Schnappt sie euch! Thorsten wird richtig gejagt. Den habt ihr schon richtig getunnelt jetzt hier, ne? LOL, wie der wegrennt! Großartig! Junge Oppi, willst du jetzt mal fressen hier, oder was? Ah, okay. So. Oh, that's good, eh?
Alles ist gut, Großvater. Okay, so. Aus dem Weg! Meine Freunde. Der Ausgang ist offen. Oh. Okay, wie muss ich das jetzt machen? Hier kommen wir nicht. Hä, was ist? Warum kann ich hier nicht weiterlaufen? Das war der Ausgang. Ach so. Aber man kriegt auch nicht mit, wenn der Ausgang offen ist als Killer. Großvater ist handlungsunfähig, was? Ah, okay, das muss ich hier einfach einfügen. Ah, okay, das muss dann quasi... Warte, das Sicherungskasten ist ja so ein kleines Rätsel hier, ne? Das ist das. Okay, das hat auch nicht getroffen, glaube ich, ne? Jetzt gleich wieder irgendwo hängen. Was? What the fuck? Ja, das war's. Okay. Muss man hier auch zielen mit dem Bree oder macht er das von alleine? Hast du okay. Okay, tschüss! Die Tür ist offen! Aber ich weiß nicht wo. Wo ist die Kacktür? Warum wird mir die nicht angezeigt? Wo geht's hier runter? Fähigkeit. Wo geht's hier runter? Ich hab keine Ahnung. Müssen wir jetzt runter? Ja. Nee, irgendwer von euch ist jetzt runtergerannt. Offen. Muss mir erstmal ein bisschen weg. Ja, ja. Rechte Arschbacke mal. Egal, ich glaube, du rennst richtig genug. Ja. Und dann? Da vorne durch und links. Da campen sie. Den glaub, Brunnen hier runter. Links. Nein, ja. Burknu, das ist unten. Oder der Ausgang wieder zu. Nein, gemacht. Der ist zu. Du musst den Brunnen runterspringen, nur an dem du vorbeigegangen bist. Wo denn? Ja, zurück. Na. Da, der Steinbrunnen. War ich runter, hab ja euch ich seh nix. Ja, aber du schaffst es eh nicht mehr. Ist eh nicht mehr in Time. Also jetzt müsstest du schon echt schnell sein. Jetzt gib mich doch nicht auf. Ich glaube, die Tür, ist, die Tür ist gerade zugegangen. Ja. Oh, hi. Shit. Habt ihr sie okay, oben? Komm, schätz mich auf. Fürs Video. Jetzt macht er noch die Tür zu und zündet eine Kerze an. Actually pretty hot. Boah, ich will zugucken. Hallo! Ey, jetzt reicht's aber auch mal, Kollege. Alter, wie sie alle auf sie einhacken. Ja, voll die perversen Sadisten. Wie sie auch alle da sind gleich. Aber jeder wollte mich töten, die Perversen. Das hätte ich schon vorhin machen können. Alle drei, ey. Wollen wir noch eine letzte Runde machen? Ja, eine können wir noch gerne machen. Ja, Finale. Sehr schön, sehr schön. Das ist fun. So schnell gestorben. Oh. Finale. Also ich finde, wenn man Killer spielt und noch keine Ahnung von dem Game hat, dann ist es ultra unbelohnt. Oh. So sad. Er hat das Pressure Gate aufgemacht. Was ist denn das Pressure Gate? Druckventil. Ja, aber, das meinte er. Ah, und dann, das heißt, dann geht auch quasi ein Tor auf. Weil ich habe ja auch mit der Sicherung eine Tür aufgemacht. Gnu, möchtest du nochmal einen Killer machen, oder? außer ihr wollt nicht, dann mache ich noch. Lass doch mal Killer, Merlin, Thorsten, mich als Killer und ihr seid nochmal die Survivor. Ach du Perverse, du bist ja nur eine kurze Runde. Dann geht's nochmal richtig Minuten hier zur Sache. Runde. Nein, vielleicht schafft ihr es ja. Wisst ihr doch gar nicht. Es müssen nochmal alle auf bereit hier fortfahren. Danke. Also ich tausche gern meine Roll, müsst ihr wissen, ich spiele die aber auch gern nochmal, I don't care. Ja. Okay, let's go. Okay, let's go. Wollt ihr noch eure Fertigkeitsbäume ein bisschen upgraden, ihr kleinen Stinker? Nö, das mache ich mal in Ruhe. Wie kann ich eigentlich... Oh mein Gott, Conny's hot. Entschuldigung. Meine Fertigkeit, wenn ich die drücke mit meinem Survivor, dann kann man die nicht stoppen, weil irgendjemand meint, ich kann die antappen. Aber das geht nicht. Die lädt dann komplett runter. Warte, ich will noch mit Papo tauschen. Warum? Papo? Ich will nochmal Killer spielen, ich werde super lang überleben da. Ja. Also ich bin auch wieder Survivor jetzt. Ich habe Angst. Diese Runde wird kurz. Ja. Ich spiele den hier. Ey, Fufu, du hast gesagt, du bist voll schnell gestorben. Stimmt gar nicht. Ich bin dir ewig hinterhergerannt. Fufu ist so der überlebt. Ich bin aber als erstes gestorben. Ja, naja. Ah, warte mal, auf Ausrüstungsgehen. Du hast die Fähigkeit mit Schubsen hat ja ewig Cooldown. Ewig hat die. Hast du mich überhaupt damit mal erwischt? Ich glaube nicht. Ich hab dich einmal irgendwie geschubst und dann konnte ich gar nicht mehr. Und ja. Nee, die braucht ewig zum Aufladen. Aber die ist halt auch stark, also. Da kann man seine eigenen Schäftchen aber aufnehmen. Es ist schon stark, dass du halt hinter jedem herrennen kannst als Sissy.
konntest ja auch durch die ganzen Spalte rennen. Ja, das kann der Anhalter auch. Leatherface passt da halt nicht durch mit seinem gebärfähigen Becken. Was kann man hier machen? Die Aufsätze machen. Die Aufsätze? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier... Ach so, da kann ich nur verschiedene Dinge machen. Okay, hab's verstanden. Das sind nur verschiedene Packs, die ich da, also verschiedene Karten, die ich speichern kann. Okay, passt. Ready. Okay, let's go. Yes. La, 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 la. Also ich kann instant so, die Tür öffnen. Gegen die Überlebenden. Ja, du brauchst einen Dietrich und dann, wenn du rangehst, einmal deine Fähigkeit drücken und die ist instant offen. Ach so, ich brauch trotzdem Dietrich. Ach so. Ja. Ein Dieterich. Langweilig. Ein Dieterichig. Bleibe ruhig und versteckt. Finde nützliche Gegenstände. Oh. Schalte Ausgänge frei. Oh. Flüchte vor der Familie. Oh. Diese Spannung. Genau so die Entwickler fragen, ob sie das drüberlegen. Ich will mal kurz was testen. Kann ich mich einfach schnell befreien? Nein, bitte nicht. Doch, Opa ist nicht aufgewacht. Ich hab mich laut befreit. Ist denn jetzt einer von euch schon hier? Das gibt's doch nicht. Oh, du hängst so schön. Danke. Ich kann das auch recht leise hier. Ich glaube beim runterhängen, das ist egal. Weil ich hab jetzt einfach durchgespammt. Und Opa ist nicht aufgewacht. Ja, aber da, das haben wir letztes Mal auch alle zusammen gemacht, dann wurde er wach. Ich glaube, es kommt drauf an, wie lange und wie viel das Mann, ist. Mann, Kies, du bist so ein Camperschwein! Lass mich hier! Ich mach doch gar nichts. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Das ging schnell. Beschuldigt. Was ist das für eine Scheiße? Alter, jetzt hab ich keinen Dietrich. Ich bin eh relativ leise. Jetzt reicht's mir. Ich war das gar nicht. Ich bin gar nicht Leatherface. Wer ist denn das dann? Anderer Mertinator oder so. Das ist doch schon. Mertinator. Du bist schon tot? Nein. Ah, schlacht ab, Junge. Schlacht Nein. ab. Nein. Hat mich jemand verschont. Das ist süß. Ey, wer ist der Opa weg? Oh, vielleicht ist eine Tür offen. Wahrscheinlich, ja. Ist es so? Unter Umständen, ja. Boah, wir machen hier richtig Hardcore-Sabotage. Ihr armen, armen Menschen da unten. Okay, okay, okay. Der Anhalter sieht auch aus wie so ein typischer Pfleger, ne? Irgendwie so ein bisschen. Deswegen ist er auch so gut dabei, Opa zu füttern. Oba. Oh Gott. Er kann ihm richtig schön das Teenie-Blut geben. Oh nein, lass mich. Das bin ich? Gnu. Oh, echt? Ja. Oh nein, bitte nicht! Das ist Sissi. Nein, ich bin tot. Oh Mann. Gnu, nein! Ich bin aber immerhin schon mal. Oh fuck! Fuck, geil! Kannst du das kaputt machen? Gnu ist schon tot. Nein. Gnu wurde hingerichtet. Ja, ich wurde auch übel ab. Also, das am Anfang war echt ein Arschmove. Ich war noch am Hängen und wurde schon abgeschlachtet. So muss das. So. Jetzt zack, ich kann die Toilette spüren, Leute. Mein Papa, Vorsicht! Links von dir, Mann! Oh, Mann, oh den habe ich zugegeben. Erstmal der Frau aufs Maul hauen und dann... Scheiße! Das war die Rache. Die Rache für Gnu. Ja, aber richtig. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ich bin überfordert. Oh mein Gott! Friss Schnecken! Ich kann ihm überall hinterher, ich bin dünn. Alter, das war ganz schön. Ja, ich bin auch schon wieder tot. Ja. Ja. Ja, das ist das Ding. Wenn man keine Ahnung hat von dem Game, dann hast du halt keine Chance gegen Leute, die es schon können, ne? Ja. So, der Dude, der Dings Leatherface, der war sofort da, als wir abgesprungen sind vom Haken. Ja, haben ja, das beide meine ich ja. Half-Life gemacht. Ja, und da sind noch sogar ein Viertel live. Naja. Mhm. Das ist Sephiline, du kleines Schwein. Leises Wesen. Wo ist kannst du Seth, denn oder? Nur versteckt sein? Ach Mann, jetzt lass es doch! Sephi wurde angefurzt. Ja, jetzt kann ich. Oh mein Gott, die Steuerung! Ich hab das Gefühl, dass ich gesehen wurde. Lass mich doch einmal was machen! Kann ich einmal kurz nebeln? Geh mal nicht hier hin!
Ich muss, nein, das ist mein Job. Warum? Warum zu mir? Naja, das ist mein Job. Ich hab nicht so viel an. Nein! Ich geh mal hier durch, Moment kurz. Oh Mann, danke. Ey. Auch noch durch. Warum ist meine Steuer? Oh nee, da war Gift. Oh mein Gott, lauf lieber Seth, ich kill gerade alle den. Ah, Hilfe, meine Steuerung! Ah, fuck my life! Oh mein Gott, oh, ihr Pixel, da ihr Kleinen! Nee! Ach Gott, ich hasse alles. Mama! Ich will nicht mehr spielen! Das ist unser Videogame! Ja, ein Maul! Oh Gott! Ich versteck mich hier, das seht ihr nicht. Das seht ihr nicht! Ja, wie willst du es machen, Alter? Ich bin aus dem Keller, bin schon stolz auf mich, komm hoch und bin tot. Ich weiß nicht, was man machen soll. Warte, ich bitte Opa nochmal hier. Ordentliche Pulle. Fiebertraum. Fufu, Moment, ist noch da? Kurz. Danke. Oh. Hast du mich nicht... Hä? Ich bin im Schrank, oder? Aber... ihr könnt mich nicht sehen. Was? Ich kann auch nicht rausgehen. Okay. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Na toll. Wie der den zumacht. Nee, ich hätte schwören können, da ist einer drinne. Ich kann nichts machen. Jetzt stillhalten, Fufu. Sonst wissen die, wo du bist. Alle Tasten mal so durchdrücken. Nee, die alle waren. Oh mein Gott. Ich bin da durch. Ey, zum Glück warst du nicht im Schrank. Ich schaff's. Irgendein Exit wird schon offen sein, ne? Ein Exit ist schon auf, ja. Wie so gierige Möwen, die so die Traube haben wollen. Hey, kannst du nicht? Oh, wieso werde ich verfolgt? Au! Oh. Tot in den Brunnen gefallen. Das hat gematscht. Oh mein Gott. Ich werde gleich wieder oben ankommen. No. Oh no! Oh nein, die Tür ist zu. Wie geht die denn jetzt wieder auf? Da muss irgendwer irgendwo den Schalter dann anmachen, oder wie? Ja. Oder du machst es selber. Huch! Na gut. Okay! Na gut. Trick 17. Hat keiner gesehen, halt still, ey. Halte still! Wo ist er denn? Ich muss hier unten sein. Hä? Nee, er ist schon wieder oben. Hey, das ist voll die Hetzjagd, ne? Mein Leben geht runter. Ja, du verblutest jetzt. Ja, du verblutest. Okay, ich renne einfach. Ja, du verblutest halt schneller, wenn du rennst. Kannst du noch irgendwo anders raus? Vielleicht hat's eine Heilung drin. Durch den Fernseher, mach's wie Sadako. Töten schnell noch. Da vorne wird's bestimmt rausgehen. Also einfach so geht das eh nicht. Wenn du brauchst einen Dietrich. Da würde ich auch noch drüber klettern an seiner Stelle, ganz ehrlich. Ja, ja. Da auch, da kann man überall entkommen. Im Hausmann hier halt rüberspringen, ne? Die paar Stacheln mehr. Auf die Autobatterien da? Hallo. Ah! Oh mein Gott. Ich wäre eh verblutet. Ich konnte nichts mehr machen. Das ist so eklig. Oh Gott, das ist furchtbar einfach nur. Ey, Fufu, stillhalten. Sonst entdeckt dich der Großvater. Ah, eklig. Ich bin perfekt. Still. Hast gut gemacht. Genau so. Ich hab mich totgestellt. Ah. Das ist auch so irre, ne? Was für ein spaßiges Game. Was ist euer? Hey, am meisten Punkte. Erzählt mal. Ja. Feedback. Was ist was? Feedback zum Game. Generell? Ich mag es. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen auskennt und die Maps kennt, wird's richtig cool. Ja. Ja. Wollen wir nochmal alle trainieren und dann nochmal spielen? Trainieren? Weiß ich nicht. Wir können gern zusammen trainieren. Ich werde regelmäßig trainieren. Ja, zusammen trainieren. Einfach. Papo, was sagst du zum Game? Ja, also ich habe es ja schon in der Beta gespielt. Da fand ich es auch schon cool. Aber jetzt war ich irgendwie voll nicht mehr drin. Und das hat mir dann echt... Ich wurde echt viel getötet. Ich auch, aber ich hätte Bock, dass wir es nochmal spielen. Ja, safe. Und vielleicht können wir ja nächstes Mal noch mehr Creator einladen. Dann müssen wir aber wirklich Killer und Survivor aufsplitten, weil sonst sind es zu viele Leute, die im Discord reden.
Ja. Dass wir dann quasi sagen, ich mache es so, ich gucke, dass ich für nächste Woche eine Lobby zusammenkriege mit allen, also euch und noch zwei andere, und dann packen wir uns einfach in die Discords anders. Ja, das doch nicht geil. Dienstag, ansonsten bin ich free. Ja, das ist vielleicht Mittwoch oder so, wenn ihr könnt. Mittwoch ganz gut, ja. Mittwochabend. Ja, muss ich schauen, ich weiß es noch nicht. Okay. Dann schreibe ich euch einfach nochmal ein paar Termine und dann kriegen wir das hin, das wäre nice. Alles klar. Geil. Super. Cool, ja, danke fürs Fragen. Übrigens auch an die Leute, die dabei waren. Thorsten, Merlinator, Dankeschön an Furtis, Kiescher, Papo und Seth. Und wir sind natürlich auch gespannt auf eure Meinung. Ich würde mich sehr über Tipps und Tricks in den Kommentaren freuen, weil ich muss, glaube ich, sehr viel lernen. Gerade als Survivor. Ich glaube, mir macht Survivor mehr Spaß. Glaube ich. Ja, mir auch. Kinder. Aber ja, dann auf ein neues. Und nächstes Mal teilen wir mal Survivor und Killer auf. Ich glaube, das könnte mal richtig nice sein. Okay. Super, ey. Vielen Dank. Hat voll Spaß gemacht. Ja, gerne hat sehr. Yes, yes. Danke fürs Einladen.